Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Ausschlachtfans, herzlich willkommen hier bei Nick frei zockt und wir hauen Schiffe zu Brei. Ship Graveyard Simulator. Wir haben da hinten ein Schiff, wir sind aufgetankt, wir haben alles, was wir brauchen, wir fahren dahin, wir machen alles platt, was wir platt machen können und gucken mal, was an Kohle bei rauskommt. So, es ist jetzt noch weiter da drüben, das heißt, wir können tatsächlich wahrscheinlich mehrere Schiffe hier anfordern und die werden dann über den ganzen Strand verteilt. Kann das sein? Die kommen nicht alle an den gleichen Ort, das heißt, ich könnte das erste noch genauso dazu packen. Eieiei, wie sieht's denn hier aus? So, wir gehen mal erkunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Komme ich da hoch? Nö. Brauche ich wohl auch nicht. Was ist denn das hier? Industriepumpe. Okay. Oh, wir haben einen Keller. Einen Lagerraum. Ja, sehr krass. So, dann haben wir hier alles Mögliche. Alter Schwede, sieht's hier aus. So, ich will mir nur mal einen Überblick verschaffen. Dass ich weiß, womit wir es hier zu tun haben. Er ist ja 5. Ach du lieber Himmel. Ah, da geht's schon los. Da kommen wir nicht rein, es sei denn, wir knacken. Jo. Kommen wir auf das Dach? Gar nicht. Oder hier über die Kisten. Es ist ja so ein bisschen... Ja, wenn wir alles zu Brei hauen, kommen wir da nicht mehr hoch. Und hier liegt der Safe für den Meisterknacker. Also, nicht alles kaputt hauen. Das ist schon mal eine Erfahrung, die wir auch wieder machen. Es ist Exploring dabei. Boah, jetzt übertreibt's nicht, Freunde, hier mit den Dietrichen. Und da ist er auf. Und da liegt einiges drin und das holen wir jetzt als erstes mal raus. Da ist noch was. Und dann kloppen wir uns doch mal den Safe hier zu Brei. Falls noch was drin gewesen wäre, würden wir es jetzt sehen. So, dann waren wir da. Brauchen wir da hoch nicht mehr, dann können wir das hier noch zusammensammeln. Unter den Kisten lagert oder in den Kisten lagert. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier den Meistertresor geknackt. Da muss ich doch das hier auch hinkriegen. So.
Dann machen wir den hier weg. Ja, bei denen macht es jetzt langsam Sinn, dass man vielleicht auch mal ein bisschen auf die Schwachstellen prügelt. Wie? Das gehört nicht dazu. So. Knacki, knacki. Das heißt, da oben sind wir fertig, hier im Vordeck sind wir fertig. Jetzt müssen wir hier drin die Kapitänsdingens noch leer räumen. Wird das an einem Tag schaffen? Ich weiß ja nicht. Das ist viel. Wir haben ja schon eins. Puh. Glück gehabt. Wie, kein Platz mehr? Spaßvögel, kein Platz mehr, sagen wir. Das heißt, ich muss ganz nach unten zum Auto. Ach Gott. Kann ich da nicht drüber springen? Nee. Ja. Boah, gibt's hier noch viel, was ich zerlegen muss. Ich glaub nicht, dass da ein Tag reicht, wenn ich ehrlich bin. So, wir gucken gerade mal rein, was wir an Fähigkeiten noch haben. Dietrichpreis ist mir erstmal egal, Schiffspreis ist mir erstmal egal. Was ich brauche, ist Lagerplatz. Jede Menge Lagerplatz. So, mehr Benzin. Equipment Slot. Das Leveln geht nicht so schnell, wie wir hier vorankommen. So, jetzt aber. Und dann hauen wir die Kiste zu Brei, dass er weg ist. Das Ding ist schon weg. Hier können wir nichts mehr plätten, doch das können wir plätten. So. So, wollen die mich hier schicken? Meine Nase juckt. Meine Nase. So, ich weiß nicht, muss ich die Tür hier unbedingt knacken? Ja, vor allem, das geht gleich schief und dann ist der Dietrich im Arsch. Oder auch nicht, Klammer zu.
So, das war die Brücke. Mit dem Deck davor. Dann fangen wir mal hier an. So. Die Sonne ist schon wieder am Untergehen, habe ich so einen Eindruck. Kein Platz im Equipment. Schon wieder voll. Ich habe nicht mal angefangen auf dem Schiff hier. Ich habe so den Eindruck, dieses Schiff haben wir länger wie einen Tag. Dazu sollten wir dann aber auch, glaube ich, das Geld haben. Für länger wie einen Tag. Oder wir müssen uns echt Preise anzeigen lassen in Zukunft und sagen, okay, nur die wertvollsten Sachen werden mitgenommen. Andere fliegt einfach oder wird praktisch wieder mit weggeschickt. Na wo dann? Hallo, Punkt. Ich weiß nicht, ob ich die Taktik, wir kloppen alles kaputt und nehmen alles mit, allein in diesem Schiff wirklich umgesetzt bekomme. Vielleicht brauchen wir in Zukunft Personal. So, wir haben ein neues Level. Ein neues Level ist immer gut. Wir brauchen bessere Säge für die Rohre hier.
So, dann liegt hier das ganze Material, was wir dann noch rausholen müssen. Hier im Eck. So, das könnten wir noch sägen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Das oben ist ganz verschwunden, das unten zeigt an, hier wären noch zwei Kupfer. Okidok. Diese besseren Sägen, die kriegen wir doch auch beim Händler. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Ründchen verkaufen, dass wir wieder an Geld kommen. Dann kaufen wir uns eine bessere Säge und gucken, was wir dann noch so mitnehmen können. Bis auf das Chrom, würde ich sagen, können wir alles verkaufen. Ja gut, Silberschrott. So, damit ist zumindest mal die nächste Zahlung gebucht. Die können wir uns damit schon mal leisten. So, dat. Das ist nur blaues und orangenes Zeug, was wir da drin haben. Das ist brutal. Sehr schick. Das heißt, wir können uns für 1000 den Winkelschleifer holen. Und wir müssten noch genug Geld haben für die Zahlung am nächsten Morgen. Mir geht etwas der Platz aus. Wie kriege ich denn die Dinger hier noch aufgemotzt? Mit einem Werkstatt-Upgrade vermutlich. Das Material hätten wir sogar gehabt. Aber wir brauchen ja das hier, glaube ich, ne? Das besitzen wir ja schon. Ja, ich würde mal sagen, eventuell müssten wir mal ein bisschen Stahl, Silberschrott und... Oh, wir haben normales Kupfer hier. Aluminium können wir mal zusammenpacken. Wir können überhaupt mal gucken, ob wir hier Dinge haben, die wir zusammenpacken können. Davon haben wir genügend. Davon haben wir ehrlich gesagt so viel, dass wir davon noch eins verkaufen können. Ich weiß nicht, ob ich Silberschrott verkaufen will.
Aber was anstatt Silberschrott? Warum kein Platz? Uff, okay. Ich glaube, das ist dann finanziert. Diese Geschichte, die wir hier gemacht haben. Und dann geht's wieder raus zum Schiff. Da ist noch viel Zeug drauf, was viel Geld bringen kann. Jetzt haben wir auch das ganze Werkzeug dafür, soweit ich das sehen kann. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir das nicht bis 8 Uhr morgens geschafft kriegen, hier alles platt zu machen. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe so das Gefühl, das schaffen wir nicht. So, da waren wir durch. Da waren wir fertig. Das hier. Ah, ich hätte neuen Treibstoff kaufen können. So, manchmal ist man aber auch... Na, dann halt beim nächsten Mal. So, wie funktioniert denn das? Okay, was wäre, wenn ich weiter oben wäre? Also ganz gerafft habe ich das noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Sind wir hier drin fertig? Was ist denn damit? Wird mir nichts angezeigt, es ist einfach Müll, der hier rumliegt, genau wie der Kram. So, das ist rausgerollt.
Das bringt nichts, da brauchen wir wieder den Brenner. Wo ich mal ein bisschen Tank hätte auffüllen können beim letzten Mal verkaufen. Weil ich so das Gefühl habe, dass uns der Tank bald ausgeht. Ich weiß auch nicht, ob das Ziel ist, dass man jedes Schiff komplett leer macht. Ich meine, wenn du es kannst, solltest du es wahrscheinlich tun, aber die Frage ist, ob du es überhaupt kannst. Also ob es darauf angelegt ist, das Spiel, dass du es überhaupt kannst. Oder ob es im Endeffekt darauf rausläuft, dass du die wertvollsten Materialien suchst. Und dann vielleicht den Rest nur noch mit dem Kram hier auffüllst. Das ist ja durchaus auch eine Option, ne? Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen so, okay, wir haben so viel Zeug. So, da gibt es ein paar mehr Punkte. Das klingt doof, aber ich komme vermutlich nicht hin. Wie ich es mir dachte, ich komme nur bis kurz davor. Aber es ist ja nicht mehr weit bis zum nächsten Level. Gut. Und dann können wir uns ein größeres Inventar verschaffen, da kriegen wir noch ein paar Sachen mehr unter. Was ist hier los? Ja, wenn ich zum Beispiel hier weiß, dass Stahl wertvoller ist wie das, was ich hier rauskriege, dann könnte ich ja erstmal das Zeug abbauen. Ne? Also wenn das Schiff zurückgeht, wir zumindest die teuren Materialien alle rausgeholt haben. Das wäre auch noch so eine Überlegung, die man haben könnte. Ich meine, wir werden es bald wissen. Von der Tatsache, dass wir an Tag 4 um 5 Uhr morgens sind, um 8 Uhr wird die Abrechnung fällig. Ob das Schiff dann bleibt oder ob wir das einfach nochmal neu kriegen. Es kann natürlich auch sein, dass wir das einfach nochmal neu kriegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehen würde und würde schlafen und dann um 8 Uhr wach werden, könnte es sein, dass hier ein neues Schiff steht. Ich sag nur, es könnte. Da ich das, wenn ich das nicht zurückgebe, wahrscheinlich nicht resette. Weil ich stelle mir gerade die Frage, ob es Sinn machen würde zu resetten.
Alter, was sind da drin? Das ist alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, zurückzugehen jetzt. Und das gleiche Schiff nochmal zu ordern. Macht fast mehr Sinn, als an dem Schiff jetzt weiter abzubauen. Das hat sich locker gerechnet mit dem Geld, was wir jetzt haben. Oder wir machen es ganz anders. Wir sagen, ja, das hier weg. Und das holen wir uns für 400. So. Und dann können wir hier schlafen. Und dann kommt nachts das neue Boot, beziehungsweise in dieser einen Stunde, die wir jetzt im Bett liegen, kommt das neue Boot angefahren. Und da versuchen wir jetzt auch so viel Geld raus zu extrahieren, wie geht. Und ich bin halt auch noch am Überlegen, ob wir das hier alles verkaufen sollen, was ich hier habe, weil wir kriegen jetzt jede Menge geiles Material. Sagen wir es mal so. Und was wir brauchen, ist Werkzeug dafür. Und dafür brauchen wir Geld. So, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will nur noch hier die Sachen nachkaufen, dass wir das nicht wieder vergessen. Hallo, ich würde gerne mit dir reden, danke. Neue Sägeblätter, neue Dietricher und neuer Treibstoff. So, wir haben 3680, wir sind Level 18 und wir haben ein neues Schiff da stehen, was ja, abgebaut werden sollte, so schnell wie möglich. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin hier erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.